In Schwarz-Weiß sendet Percy seine ersten Grüße vom roten Planeten. Nur wenige Minuten zuvor war der Rover auf der Marsoberfläche gelandet. Touchdown confirmed. Perseverance safely on the surface of Mars. Landung bestätigt. Dem Jubel gingen bange letzte Minuten und jahrelange Arbeit voraus. Umgerechnet 2,2 Milliarden Euro hat der Rover gekostet. Entsprechend groß ist auch die Erleichterung beim NASA-Chef über die geglückte Mission. Wow, was für ein unglaublicher Tag. Ich könnte nicht stolzer auf das Team sein und darauf, was sie unter herausfordernden Umständen geschafft haben. Den bisher gesendeten Fotos sollen viele weitere folgen, dazu Videos und erstmals auch Tonaufnahmen vom Mars. Doch bis es soweit ist, wird noch etwas Zeit vergehen. Zuerst muss der Rover ausgecheckt werden. Das heißt, es muss geschaut werden, ob wirklich alles in Ordnung ist, ob alle Geräte einwandfrei funktionieren. Und dann erst wird auch das Mikrofon auf dem Rover angestellt. Also das wird vielleicht noch ein paar Tage dauern. Perseverance, zu Deutsch Ausdauer, ist so groß wie ein Auto. Mit seinem 2 Meter langen Greifarm soll er Gesteinsproben einsammeln und zurück zur Erde schicken. Das Ziel der Mission, der Nachweis, dass es ehemals biologisches Leben auf dem Mars gab. Der Mars hatte in seiner Vergangenheit eine Situation, was Atmosphäre, was Temperatur und so weiter anbelangt, durchaus ähnlich zur Erde. Aber wir sehen eben heute keine Marsmenschen dort oben rumlaufen. Damit eventuelle Beweise am Ende aber auch hieb- und stichfest sind, musste die NASA besondere Vorkehrungen treffen. Es könnte ja sein, dass die Bakterien, die wir dort finden, von der Erde eingeschleppt wurden. Deswegen wurde dieser Rover sowas von desinfiziert, um es mal so auszudrücken, dass da wirklich nichts auf dem Mars ankommt. Denn das wäre wirklich das Allerschlimmste, was uns passieren könnte. Die ersten Proben sollen frühestens in 10 Jahren wieder auf der Erde eintreffen. Und doch ist schon der nächste Schritt in Planung. Der erste bemannte Flug zu unserem Nachbarplaneten. Die Mission hat gerade erst begonnen. First image from Perseverance on the surface of Mars.